Ihr kennt doch bestimmt alle diese hässlichen Standardhebel. Die hatte ich natürlich auch an meinem Bike und deshalb schrieb ich Fechter Drive an. Das Team schickte mir dann auch innerhalb von 2 Tagen diese geilen Hebel von ProTec und in diesem Video zeige ich euch, wie die kinderleichte Montage ablief. Als allererstes packte ich die ABE unter meine Sozio-Sitzbank. Hier ein kurzer Reminder. Wenn ihr da jetzt nicht genau aufpasst, dann seht ihr nicht, dass hier oben in diesem kleinen Löchchen die Feder drin ist, aber die hier ist echt ganz, ganz wichtig. Fangt am besten mit dem Bremshebel an, denn die Montage ist viel einfacher als die vom Kupplungshebel. Schritt 1, den Hebel einfach lösen. Boah, so ein hässliches Teil. Schritt 2, neuen Bremshebel von ProTec montieren. So steckt man Bremshebel und Bremsadapter zusammen. Und hier vorne ist so eine kleine Einkerbung. Und hier muss die Feder rein, die auch in dem Paket mitgeliefert wird. Damit später, wenn ihr hier die Verbindung habt, diese Feder hier in die Einkerbung von eurem Adapter reingeht. Wenn ihr das nicht habt, dann federt nämlich der Griff nicht so zurück. Nach dem Zusammenstecken erstmal fest verschrauben. Und wie man hier jetzt sehen kann, federt der Hebel schön zurück. Genauso muss es sein. Kommen wir nun zum Kupplungshebel. Hier einmal die Kontermutter komplett rausdrehen und dann euren Kupplungsbaudenzug entspannen. Als nächstes müsst ihr auf die rechte Seite eures Motorrads hier unten zur Kupplung. Hier die rechte Kontermutter lösen und die andere nicht anfassen. Ist die Mutter gelöst, könnt ihr hier die Kupplung nach links schieben, um sie völlig zu entspannen. Um an die Mutter von eurem Kupplungshebel zu kommen, müsst ihr einmal den Griff abschrauben. Damit ihr später wieder wisst, wie der Griff sitzen muss, hat Kawasaki hier eine Markierung. Der Griff gelöst, kommen wir hier nun auch an den Kupplungshebel ran. Hier jetzt einfach die Schraube rausdrehen. Zieht den Hebel nun raus und fädelt eure Kupplung aus. Boah, der reimende Bus. Fädelt jetzt eure Kupplung in den Kupplungsadapter ein und steckt ihn rein. Jetzt den Kupplungsadapter gut festschrauben und dann das gleiche Spiel wie beim Bremshebel mit der Feder. Feder aufrecht rein, so wie Amazon Prime. Kupplungshebel rein und jetzt verschrauben. Oben durch. Habt ihr den Hebel fest verschraubt, jetzt auf die rechte Seite eures Motorrads und die Kupplung wieder spannen. Hierfür den Zug nach rechts drücken und die Kontermutter wieder fest verschrauben. Nun könnt ihr am Rädchen oben eure Kupplung auch wieder fester einstellen und das Konterrädchen zudrehen. So sieht das Endergebnis aus. Ich bin völlig aus dem Haus. Jetzt checkt alle mal Fechter Drive aus.